kommunizieren. So, und wir starten jetzt gleich mit einer Vorstellrunde. So Barcamp-typisch, sagt bitte euren Namen, die Organisation, aus der ihr kommt, und heute mal maximal zwei Stichworte, die euch heute so durch den Kopf gehen. Aber wirklich Stichworte und keine Sätze. Und damit kriegen wir alle so einen kleinen Überblick, welche Expertise hier so im Raum sitzt, will ich gerade sagen, also hier so im Online-Raum sitzt. Und schaltet euer Mikrofon ein, wenn ihr dran seid. Und das regeln wir so, dass ihr einfach kurz in Teams so diese Handhebefunktion nehmt. Und Simon ruft euch dann nacheinander auf. Also bereitet euch vor, wenn ihr aufgerufen werdet, dann euer Mikrofon schnell genau, ich sage den Namen, dann könnt ihr sprechen. In der Zeit nehme ich eure Hand runter und dann kommt der Nächste. Da müsst ihr eigentlich zügig durchkommen. Also ich fange einfach mal an. Mein Name ist Karl-Heinz. Zwei Stichworte. Ich komme von der Corporate Learning Community. Meine Stichworte sind Domain of One's Own und LernOS. Und jetzt weiter. Sehr gut. Dann schaue ich mal die Hände. Ich habe als erstes den Thomas Jennewein. Gleich am Anfang. Hallo zusammen. Thomas hier. SAP. Heute Badges, Podcasting. Ganz kurz. Okay, dann den Albert. Ja, Albert Decker, Evangelische Akademie in Bad Boll, digitale Transformation, digitale Bildung. Dann die Alexandra. Ich habe mich versteckt, das ist mein offizieller Name, eigentlich heiße ich aber Elli natürlich. Deutsche Welle, meine beiden Stichworte sind Mindshift und Data Professional. Die Piwi. Guten Morgen, Piwis Kamperle, Coaching und Beratung. Meine Hashtags sind Diversity und Inclusion und Selbstführung. Und die Sabine. Sabine Werner, Bertelsmann, Avato Systems. Meine Stichworte sind Coaching und Potenzialentwicklung in der Organisation. Und der Frank. Gerich. Mein Name ist Frank Gehrig, agiler Coach, und mein Thema ist heute Engage Learners. Die Iris. Ja, ich bin die Iris, Iris Gese von der Audi AG, agiler Coach, und werde heute was zum Thema agile Community anbieten. Der Manuel. Ja, hallo, Manuel Illi, mein Name, Quality Minds. Meine Hashtags sind agiles Lernen und Lernen und Scrum Mastery. Der Clemens. Erster internationale Gast. Ja, Clemens aus Wien, GFB. Mein Hashtag sind agiles Lernen und Lernkultur. Der Leonid. Ja, Leonid Letzner hier von der Volkswagen AG, und meine Hashtags sind Podcasts und Enterprise Social Network. Dann der Markus, der die schöne Twitter-Liste mit allen LOSCON-Teilnehmern gemacht hat. Dankeschön. Guten Morgen, Markus Metz, Stadtwerke München GmbH und Open Space. Und die Silvia. Ja, guten Morgen. Ich bin Silvia Keske, Coaching und Beratung und Kompetenzentwicklung. Und meine Themen sind LernOS und kollaboratives Lernen. Der Christoph Hafner. Ja, guten Morgen. Ich bin der Christoph Hafner, auch von der SAP, wie der Thomas. Und meine Stichworte sind Podcasten und Gamification. Der Achim. Ja, hallo, ich bin Achim von Daimler, und meine Stichworte sind ganz klar Community Management und heute mal BandarbeiterInnen. Ah, Nicole. Guten Morgen, ich bin Nicole von der Haufe Akademie, bin heute mit den Themen digitale Lernsettings und längerfristig online. Der Matthias Wienke. Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Winke, ich bin von der Bayer AG und meine Themen sind heute Badges und Podcasting. Und die Fabienne? Ja, guten Morgen in die Runde. Ich bin Fabienne von den Malteser Werken und meine Hashtags für heute sind Collaboration und Wissen kuratieren. Dann haben wir die Franziska. Guten Morgen, Franziska Vandeberg, mein Name, vom Bayernwerk, und meine Themen heute sind der Transfer von implizitem Wissen und lebenslanges Lernen. Und der Christian, ohne Nachname Gast. Christian von der DATEV, Diversity and Transformation.
Feedback, vielen, vielen Dank zu gestern und Learning Circle Diversity ist mein Thema für heute. Sehr gut. Der Alex, Luki. Ja, hallo, guten Morgen. Genau, auch der Klassiker lebenslanges Lernen und was mich heute noch besonders interessiert, ist das Thema nachhaltige Verankerung all dieser Dinge, die wir hier anstoßen. Dann habe ich den Winnie. Ja, hallo, Winfried Ebner von der Deutschen Telekom AG. Meine zwei Hashtags sind Community Building und Corporate Influencer. Ab 10 im Raum Schein. Gleich mit Werbung, sehr gut. Die Dörte. Ja, guten Morgen, Dörte Schröder, selbstständiger Agile Coach. Meine Hashtags heute sind LernOS Leadership Crew, Session um 10 und mehr Feedback schleifen überall. Sehr gut, die Sandra. Guten Morgen, ich bin die Sandra, bin selbstständiger Coach und meine Hashtags sind Lernprozesse und Coaching natürlich. Der Bernd. Ja, guten Morgen. Einer aus der SAP-Community, hier ist Bernd. Ja, meine Hashtags sind Partnerentwicklung und Storytelling. Okay, Magnus Mr. Mindtest. Hallo, ich bin Magnus. Ich bin von virtuelleräume.de und Vinci Energies. Meine Hashtags sind Guides Exchange und Lernen aus digitaler Zusammenarbeit. Session um 14 Uhr in Raum Garwin. Wir freuen uns. Okay, die Katharina. Guten Morgen, Katharina bin ich von Umicore. Meine Hashtags heute sind Lernen in Communities und Nachhaltigkeit. Okay, der Marcel. Ja, guten Morgen, hier ist der Marcel von Continental. Meine Hashtags sind heute ePortfolio Learning und Learning Circles. Session um 14 Uhr im Raum Schein. Okay, der Gerhard. Hallihallo, Gerhard Müller, Gesellschaft für lebenslanges Lernen. Meine Hashtags, lebenslanges Lernen in die Gesellschaft bringen und Tooling und Teams. Sehr gut, die Katharina, Katharina GZ. Genau, ich habe vorhin gerade angesprochen, für Katharina Lobeck in der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Teamleader für Knowledge Management und organisationales Lernen. Hashtags heute, Unternehmen provozieren und Netzwerke. Sehr gut, der Alfred. Ja, guten Morgen. Drei Hashtags, Alfred von Audi, heute mit Alex und heute agil. Sehr gut. Dann Karin, Mrs. Montagsmalerin. ja, das war gestern, heute. Also Karin Höffler, Domain of One's Own und agiles Lernen. Sehr gut. Der Carsten. Ja, guten Morgen aus München. Der Carsten, Carsten Ehms, hauptberuflich bei Siemens. Meine Hashtags für heute, Selbstorganisation und Komplexität. Okay, dann haben wir den Florian Stieger. Ja, Florian Stieger, zweite Quotenösterreicher hier, soweit ich das gesehen habe. Meine Hashtags sind Unternehmensentwicklung, Transformation und Freude in Organisationen. Sehr gut, dann die Anna. Guten Morgen, Anna von Heiden-Michewa hier aus einer kleinen Unternehmensberatung COS aus Berlin und meine Hashtags sind die Kompetenzentwicklung und Lerndesign. Okay, dann Windu. Windu. Wer hat sich Windu genannt? Das bin ich, das muss ich nach oben benennen. Marianne Windelband, Organisationsentwicklerin, Community Managerin und meine Hashtags sind LernOS Leadership Guide und selbstgesteuertes Lernen im Netzwerk. Okay, dann die Martina. Jetzt auf Unmute. Hallo, Martina Kitelia von der SAP. Meine Hashtags sind Peer Learning, insbesondere Working Out Loud und lebenslanges Lernen. Sehr gut, dann habe ich die Anke. Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Mainz, Anke Schiffer-Scholet. Ich bin Organisationsentwicklerin und Coach und mein Hashtag für heute ist Lernen in Communities. Sehr gut, dann habe ich noch den Christopher. Guten Morgen, Christopher Henke hier von der Deutschen Telekom. Meine Hashtags sind visuelles Lernen und Learning Journeys. Okay, und den Simon, Simon Qualmann. Guten Morgen, ich bin bei einer Lernagentur. Meine Hashtags sind Digital Training und Lernen macht Spaß.
Okay, so und jetzt brauche ich gleich meine zwei Mitmoderatoren wieder. Jetzt haben wir nämlich noch ein paar besondere Leute. Die Laura war gerade gemeldet, sie hat sich entmeldet. Die Laura auf jeden Fall noch. Ja, hallo zusammen. Ja, kennen mich schon manche von euch. Also ich bin in Lernau jetzt seit ein paar Jahren dabei, seit Lernau rockt. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Meine Hashtags sind lebenslanges Lernen, Sketchnotes und Netzwerken. Wenn ihr Fragen habt, gerne bei der Infodesk vorbeikommen. Genau. Und Laura hat dieses Jahr zusammen mit den zwei Olivers, also Oliver Fleischmann, Oliver Ewinger, dem Kunal und dem David zusammen, dieses Welcome-Team geformt, dafür gesorgt, dass ihr alle gut ankommt. Und ich denke, dafür haben sie sich erstmal verdient, dass wir alle das Mikrofon jetzt mal aufmachen und ihnen großen Applaus geben, dafür, dass das ja doch einigermaßen reizend ist. So, und ich sehe noch, die Nicole hat sich noch gemeldet. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Nicole Helmrich, ich bin Facilitatorin, Organisationsentwicklerin und Coach und meine Hashtags sind heute Liberating Structures, hybride Zusammenarbeit und hybride Facilitation. Danke. Okay. Und dann habe ich noch gleich aus Nürnberg gegenüber die Seide. Ja, hallo Simon, grüß dich, Seide Sosnowski hier von der SAP und meine Hashtags heute sind Klassiker der lebenslanges Lernen und Nachhaltigkeit im Lernen. Sehr gut. Ich bin Simon, meine Hashtags sind LernOS natürlich und Wissensgesellschaft und den Joachim braucht man auch. Ja, Joachim, hauptberuflich Dresden International University, nebenberuflich Corporate Learning Community und meine zwei Hashtags haben beide ein Fragezeichen, hybrides Lernen, Fragezeichen, Badges, Fragezeichen. Okay, sehr gut. Okay, ja, schön, es ist eine illustre Mannschaft hier und wir haben ganz unterschiedliche Leute, was für ein Barcamp richtig gut ist, dass wir da auch wirklich die vielen Perspektiven reinbringen. Jetzt würde ich sagen, kommen wir gleich zum Session-Pitch. Joachim, vielleicht kannst du das gleich übernehmen. Okay, steig mal ein. Vielleicht noch mal eine Vorbemerkung. Wir haben noch ein freies Slots. 7, 8 freie Slots, das heißt... 6, glaube ich. 6, okay. Ja. Das heißt, wenn jemand jetzt aufgrund der Erkenntnisse gestern, der Gespräche gestern, der Abendveranstaltung gestern ein Thema einbringen möchte, ich werde am Ende nochmal fragen, gibt es noch ein Thema? Wir haben also wirklich noch genügend Raum für weitere Diskussionen, für weitere Gespräche. Okay, dann steig mal ein. Ich würde jedes der Reihe nach mal aufrufen. Simon, kannst du mir den... Ja. Bildschirm geben, damit die genau, und falls jemand noch eine Session kann. Pitchen will, einfach die Hand heben und dann nehmen wir euch mit dran. Ich frage am Ende aber auch nochmal nach. Okay. Ja, okay, Moment, ich teile den Bildschirm auch noch, dass die Leute dass sehen. Dass sieht, okay. Wo ist meine die Marianne machen? Kann sich schon mal fertig machen. Perfekt. So, Teams überlegt, dreht sein Rad. Es geht also um die Session um 10 Uhr, 10 Uhr bis 10 Uhr 45. Genau, ihr müsstet jetzt eigentlich den Bildschirm sehen und wir starten mit der Marianne. Mit der Marianne, ganz genau. Ja, hallo, das hatte ich auch noch nicht. Erste Session, erster Raum. Wir stellen euch den LernOS Leadership Guide vor, den Erstellungsprozess und wir geben euch einen Einblick in die Retrospektive, die wir gemacht haben auf diesen Erstellungsprozess. Das heißt, also es ist für Leitfadenteams auch interessant, die jetzt aktiv sind oder auch Leitfadenteams, die ihren Leitfaden erstellt haben und sich vielleicht da wiederfinden in unserer Retrospektive. Und wir werden diese Frage auch, die dahinter steht, eben an die Gruppe weitergeben. Wie kann man selbstgesteuert zusammenarbeiten. Also LernOS Leadership Guide, okay. An zweiter Stelle, obwohl es sonst immer an erster Stelle, der Simon. Ja, ich habe ja gestern in dem Impulsvortrag kurz erzählt, was in der Version 2 von dem LernOS für dich Guide drinsteckt, die Neuerungen. Und da würde ich einfach so eine Ask Me Anything Session machen. Also beginnen die Session, nutzen die das Etherpad, was es in unseren Breakout-Räumen gibt, um einfach zu sammeln, was ihr für Fragen habt. Und dann können wir uns den Leitfaden anschauen und entsprechend versuchen, die Fragen zu beantworten. Okay, vielen Dank. Achim, hallo Achim.
Ja, hallo. Also dann steht jetzt genau Anfeuern auf der Zielgeraden oder endlich im Achtelfinale mit dem LernOS Community Management Guide. Aber das steht jetzt nur mein Name drunter. Da ist ja auch noch die Katharina. Katharina, kannst du dich mal kurz, kannst du mal kurz winken? Hi. Genau, wir beide zeigen, wo steht eigentlich der LernOS Community Management Guide. Da gab es ja schon eine Version, die startete 2014. Sehr gute Ausgangsposition und wir setzen halt jetzt mit einem Team seit dem letzten LernOS Camp noch was drauf und wollen einfach vorstellen, was sich da in der Zwischenzeit getan hat und natürlich auch von euch deswegen anfeuern. Nochmal so Endspurt-Feedback und Fragen von euch und was auch immer. Genau, das wird unsere Session sein. Okay, also es wird wahrscheinlich bis zum Elfmeterschießen gehen, Achim, oder? Gut, nächster, Winfried. Ja, hallo, hier ist der Winfried. Wir haben ein Corporate Influencer-Netzwerk aufgebaut bei der Telekom mit international über 220 Botschafterinnen, die für das Unternehmen stehen und nach außen wirken. Meine Idee war, aufbauend auf den Kollegen, die auf der Zielgeraden sind beim Community Guide, einen Leitfaden zu schreiben, wie man solche Netzwerke aufbaut. Hintergrund ist, viele Unternehmen fragen uns, wie kann man das machen? Wir geben da Workshops, aber ich will es eigentlich öffentlich sichtbar machen, wenn da Interessenten sind, die ähnliche Programme machen oder man reinschauen wollen und mitwirken wollen. Ich würde gerne im nächsten Frühjahr veröffentlichen. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Dann geht es weiter mit dem Manuel. Agiles Lernen, agile Lehre, Hand in Hand. Ja, hallo, genau, das ist auch schon das Kernthema. Die Frage, die mich, die ich gerne mit euch ein bisschen anschauen möchte, ist, wo unterscheiden sich agiles Lernen und agile Lehre? Wie kriegen wir auch beides zusammen, beziehungsweise muss nicht notwendigerweise immer beides Hand in Hand gehen? Und einen kleinen Schwerpunkt möchte ich setzen, nämlich so ein bisschen auf dem Punkt Lernbedarfs- oder Lehrbedarfsanalyse. Okay, also sehr schön ist, dass Lernen und Lehre, dass zuerst Lernen steht und dann kommt erst die Lehre. Okay. <muss es sein. lacht> Dann mein Namenskollege, der Joachim. Hallo. Achtsamkeit 4.2. Ja, ich habe gestern schon mal 5 Minuten darüber geredet, um einmal den vorhandenen Lernreise, Lernos vorstellen und eine kleine Erfahrung machen und einladen, wer mag, die Reise mit zu starten. Also ich habe jetzt gerade die Reise auch beendet oder habe einmal eine Runde durch und würde es demnächst auch wieder was starten, auch mal mit einem spezielleren Thema. Wenn jemand Lust hat, Achtsamkeit zu erfahren und mehr über den Circle zu wissen, über den Guide zu wissen, kommt einfach dazu. Okay, das waren die Sessions, die um 10 Uhr stattfinden. Schon schwierig genug, da eine Auswahl zu treffen. Also ja. Auswahl ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort. Ihr habt gesehen, wenn ich mit der Maus hier drüber gehe, gibt es hier so kleine Sterne. Also wer auf Pre-Talks eh schon ein Login hat, kann sich hier die Sessions auch auf Favorit setzen und bekommt dann so sein eigenes Programm quasi hier angezeigt. Das ist ein Tipp. Okay, dann der 11 Uhr startete Karl-Heinz mit der ersten Runde. Karl-Heinz? Ja, das hat eine Verbindung mit dem Guide LernOS für dich. Und da ist ein Thema so digitaler Zwilling angesprochen. Und das hat uns auf die Idee gebracht, das, was im Moment in der Corporate Learning Community bewegt wird, nämlich die Idee Domain of One's Own, also den eigenen Webspace fürs lebenslange Lernen zu nutzen und damit zu entscheiden, was möchte ich von mir preisgeben, was sollen andere wissen und wie möchte ich mit anderen vielleicht in Kontakt kommen darüber. Darüber würde ich mit euch gerne reden, auch wie man das ein bisschen verbreiten kann. Denn ich habe den Eindruck, es gibt noch ganz viele, die keinen eigenen Webspace haben. Okay, das wird prima Impuls werden, denke ich, für uns alle. Dann Simon. Genau, ich habe eine Session mit dem Karl zusammen, der fehlt da eigentlich noch, LernOS für Organisationen für Einsteigerinnen. Hatte ich ja gestern auch kurz drüber gesprochen, haben jetzt den Leitfaden Version 07. Und der Karl, der wird sich mal ganz dumm stellen und wird mal so Fragen stellen, was da eigentlich schon drinsteckt, was man heute verwenden kann. Das wird mir sehr leicht fallen. Da ist wichtig, ich habe es in Klammern geschrieben, externes Big Blue Button, das ist ein Crossover mit dem VHS Camp und da findet ihr quasi hier innen drin einen eigenen Einwahllink. Wir machen das auf einem Big Blue Button Server auch, aber von der Volkshochschule. Das heißt, das ist die einzige Session, glaube ich, die nicht in Venueless stattfindet, falls ihr da im Raum seid und euch wundert, dass keiner da ist. Okay, Dankeschön, dann geht es weiter mit der Peewee.
Ja, guten Morgen. Also um 11 Uhr im Raum Garvin werde ich mit euch drüber sprechen, was ist überhaupt Diversity und Inclusion? Wie kriege ich Diversität in meinen Alltag rein, auch in meinen beruflichen Alltag? Und ich werde euch den LernOS Diversity und Inclusion Lernpfad vorstellen und freue mich. Ich hätte noch eine zweite Session, Simon. Da gibt es hier ein Pad, die machen wir dann gleich. Den kann ich euch in den Chat stecken gleich. Da kannst du die noch eintragen. Wir haben ja noch freie Slots. Ein paar Stichworte, wir gehen nachher durch nochmal. Okay. Ja. Dann werden wir nochmal Maginda mit Shakil. Genau, ich weiß nicht, ob der Shakil schon da ist. Ich glaube, der kommt erst um 11 dazu dann. Okay. Weiß nicht, wer das kennt. Learning from Egg, oder? Wer mag? Ich kann zwei Sätze sagen, weil ich auch Alexa bin. Lex ist die größte informelle Lerncommunity Deutschlands mit über 20.000 Mitgliedern. Shakil hat angefangen, dieses Thema Expertentum innerhalb des Unternehmens extrem zu unterstützen, indem er freie Sessions anbieten, wo Experten ihr Wissen teilen können. Ganz einfach auf einer Webex eine sehr lange Liste, jeden Tag über 20, 30 Learning Sessions. Informelles Lernen ist das Schlagwort. Okay, super. Dann geht's weiter mit dem Thomas. Ja, hallo zusammen. Die Session mache ich nicht allein. Der Matthias ist dabei. Wir haben es nicht geschafft, den einzutragen, von Matthias Winkel von Bayer. Und zwar wollen wir einmal das Thema kurz vorstellen, Badges und die verschiedenen Use Cases, sei es Qualifikationsnachweis oder auch Motivation in der Community. Und speziell haben wir eine kleine Arbeitsgruppe mit verschiedenen Kollegen aus dem CLC, also inklusive Jochen Robers, der heute nicht dabei sein kann. Und das wollen wir auch mal vorstellen und diskutieren mit euch, ne, wie ihr unsere Use Cases findet. Genau, bin gespannt. Ich füge dir Matthias dann noch hinzu, ne? Matthias Winke, ja. Ne? Mhm. Okay. So, Moment, dann müssen wir hier nach vorne wieder. Gut, dann haben wir Mittagspause und dann geht es um 13 Uhr weiter mit der Iris von Audi. Ja, ich möchte euch ein bisschen was zu unserem Agile at Audi Community Leben erzählen und die Hypothese vertreten und gerne mit euch gemeinsam diskutieren. Also ich werde nicht zu viel erzählen, dass doch alles, was wir im Bereich Community Arbeit, Netzwerken tun, gemeinsames Lernen ist. Das ist meine Ausgangshypothese für heute. Okay, freue mich. Sehr schön, spannend. Das sind so, die Lücken. Dann haben wir Lücken noch, die wir mal füllen nachher. Dann kommt der Silvio. Noch nicht da? Scheinbar nicht. Der hat ja gestern den Lightning Talk gemacht, genau, zu dem Lernespresso und da bringt er, glaube ich, jemand mit, hat er mir gesagt, der mal so einen Praxiserfahrungsbericht von dieser Methode gibt. Ja, okay. Und dann kommt nochmal Thomas, Leonid, Matthias, Christoph zum Thema Podcasting. Wer von euch sagt ein paar Worte? Ich kann mal was dazu sagen. Genau, wir haben uns überlegt, also der Simon hat uns darauf angesprochen, über Corporate Podcasting was zu erzählen und wir haben uns überlegt, wir machen so eine Session, wo wir zwar einige Fragen von uns mitbringen, aber auch euch die Möglichkeit geben, vielleicht uns Fragen zu stellen. Wir haben aus verschiedenen Blickwinkeln das Thema Podcasting im Unternehmen aufgezogen und würden dann uns gerne mit euch austauschen. Falls ihr zum Beispiel einen eigenen Podcast starten wollt, seid ihr da gern willkommen, mit uns drüber zu reden. Okay. Gut, so, dann sind wir in der letzten Runde, die 14-Uhr-Runde, startet mit dem Björn. Da weiß ich auch nicht, ob der schon lernen, da ist. Lernen, raus aus der Komfortzone in der Lernorganisation. Genau, dann schauen wir uns das total mal an. Das ist auch noch nicht da. Genau. Also, könnt ihr lesen dann nachher im Programm. Das ist ein bisschen lang zum Vorlesen. Wikikultur, Kooperationsretrospektiven. Also Björn ist Geschäftsführer von der Mayflower, das ist ein Softwareunternehmen, die sehr, sehr lang schon sehr agil arbeiten. Also das wird sicher wieder Erfahrung aus der Praxis sein. Okay. So, dann kommt der Magnus und die Fabienne. Ja, wir werden um 14 Uhr uns in Raum, wie hieß er, Messig? Garvin. Garvin treffen und werden euch Lernen aus digitaler Zusammenarbeit zeigen, zusammen mit Stefanie Amler. Fabian Theis, Leonid Lissner, Rainer Bartel werden wir euch den aktuellen Stand unseres Guides vom dem Guides Exchange Netzwerk vorstellen. Und hoffen, dass bis dahin der Rainer aus der Kfz-Warteschlange wieder raus. Der hat schon im Chat geschrieben, genau. Ihr seht auch übrigens da, das verlinke ich gleich noch auf der Willkommensseite. Wir haben ein Concept Board, habt ihr vielleicht auf der Insel schon entdeckt,
wo die Assemblies, die auch gleich noch mal ein bisschen was sagen können, was sie machen, sich vorstellen können. Falls jemand in der Session ein Concept Board braucht, könnt ihr einfach, also zur Dokumentation oder zum Brainstormen, könnt ihr euch da einfach auch einen Bereich anlegen. Das nur so als Hinweis noch. Genau. So, jetzt habe ich wieder bei den 14 Uhr Sessions, müssen wir ein bisschen weitermachen. Genau. Dann haben wir den Marcel von Conti. Ja, hallo zusammen. Es ist natürlich mit LernOS digitale Zusammenarbeit parallel tolle Konkurrenz, da wäre ich auch gerne dabei, aber unsere Session wird zum Thema Learnify Your Daily Work gehen. Wir haben bei Conti E-Portfolio Learning und Content Curation Leitfäden eingesetzt und wollen gerne dadurch auch die Lernerfolgsmessung so ein bisschen zeigen, die wir dabei gemacht haben. Das ist in Kooperation mit der TU Ilmenau gewesen. Und haben wir eine Masterandin, die Selina, die wird uns ganz frische Auswertungsergebnisse zu dem Pilotprojekt zeigen und ja, mal schauen, was so rausgekommen ist. Seid gespannt. Sehr, sehr spannend. Okay, danke Marcel. Dann kommt nochmal Simon. Genau, ich habe mich nach Leonid und Team gesetzt mit dem Thema Podcasting. Wir hatten ja neulich das Audio-Only-Barcamp und da hatte ich eine Session gemacht und mal vorgestellt, wie rund um die Podcasting-Community Sendegate so eine Gruppe von sogenannten Podcast-Partinnen entstanden ist. Das sind Leute, die einfach Menschen helfen, die ihren Podcast starten wollen. Und da war der Gedanke, was braucht man eigentlich, um so ein Podcast-Partner-Netzwerk auch unternehmensintern zu machen, zum Beispiel, weil gerade Stream eingeführt wird und viele Leute da an Videoblogging oder Podcasting rangeführt werden. Und in der Session wollen wir mal Ideen sammeln, was bräuchte man an Material und an Anlaufhilfe, um so ein Podcast-Partner-Netzwerk intern zu unterstützen. Okay, also Karl-Heinz, wenn ich so sehe, was der Simons alles macht, was er hier alles macht, was er repariert, was er anschiebt, wie man noch kommuniziert, welche Sessions er anbietet, ich glaube, wir müssen dir den Achtsamkeitsleitfaden nochmal verschreiben. Leider liegt die Session parallel zu meiner, kann ich nicht reiten, aber vielleicht wähle ich mich parallel an. Genau, okay. Noch als Hinweis auch dann ganz kurz, weil wir im Sessionplan sind, 15 Uhr, der gemeinsame Abschluss ist auch wieder in MS Teams, also ist auch wieder der Link hier, nicht auf der Bühne, ne, weil da dieses, jeder erzählt kurz was, hebt die Hand, einfacher zu machen ist. Jetzt haben wir noch einige Session-Einreichungen, glaube ich, auf dem Board. Die Katharina hatte vorhin schon die Hand gehoben, der Frank und die Piwi noch mit einer, also drei Stück gibt es noch. Vielleicht schauen wir kurz in den Chat rein, dass jemand, der noch eine Session oder eine Diskussionsrunde machen möchte oder irgendwas, einfach nochmal die Hand hebt, der jetzt noch nicht reingeschrieben hat. Genau, ich glaube, die Katharina hatte sich gerade gemeldet. Moment. Wer hat noch Interesse, was zu machen, was anzubieten? Ja, Simon, wir hatten ja auch noch was und du hast dir noch einen Zeitslot frei. pitch die da gerne rein. Ich kann nur nichts mehr vorbereiten. Ja, ja gut, aber du kommst schon dazu, wenn es um LernOS Core gehen würde, oder? Da komme ich dazu, ja klar. Okay. Klar. Schreib dir mal unten ran an das Pad und dann gehen wir einfach von oben nochmal durch, oder? Das Pad, ja. Ich habe es dreimal auf PDF eingereicht. Ich sag's nochmal, aber schreib's auch gerne nochmal ins Pad. Ja, okay, dann können wir es auch da draus ziehen. Dann sag's mir gleich. Nee, passt schon, mach ich schon. Okay, dann starten wir mit der Katharina. Ja, super. Ja, ich gestern war irgendwie inspirierend. Da habe ich gedacht, warum bietest du nicht auch was an? Zumal die Session eigentlich wie hieß die Konferenz letztes Jahr? Die hat einen anderen Namen. LernOS Camp. LernOS All-Stars Camp hieß es letztes Jahr. All-Stars, genau. War davon inspiriert. Und zwar habe ich mich im Unternehmen mit der etwas unlösbaren Aufgabe wiedergefunden, mit 30% meiner Zeit Wissensmanagement für ein Unternehmen von 25.000 Leuten zu organisieren. Und dann habe ich mir gedacht, wie machst du denn das am besten? Setzt du so eine Learning Coalition auf? Und das ist ein sehr spannender Prozess gewesen. Wir haben tatsächlich unterschiedlichste Unternehmenseinheiten gewinnen können. Und besonders spannend, wir haben dann dieses Jahr, dann so verschiedene Leute, die ich spannend finde im Bereich Wissen und Lernen angeschrieben. Der Dave Snowden, der Harold Jarkey, der Carsten vom Bruch war dabei, die Katharina Hochfeld vom Fraunhofer. Alle haben Ja gesagt und wir hatten eine Serie mit sehr spannenden Inputs von Leuten. Deswegen mein Hashtag heute Unternehmen provozieren, weil die teilweise sehr provozierend waren und dazu geführt haben, dass das Netzwerk jetzt so richtig mit Leben gefüllt wird. Da kann ich gerne was zu erzählen. Wie gesagt, ich habe gesagt, es ist ein relativ kleines Kind. Man weiß, Kinder haben so verschiedene Phasen, die sie durchlaufen. Mal liebt man sie, mal hasst man sie. Momentan liebe ich das Kind. Wie es weitergeht, dazu dann mehr im nächsten Jahr. Aber genau, wer Interesse hat, sage ich gerne ein paar Worte dazu, wie sehr das cool ist. Ich habe auf Slack rausgenommen, du könntest in den Slots 11, 13 und 14 Uhr, richtig? Genau, ja. 13, doch gleich 13 den Raum zu, oder? Habe ich gerade gesehen, da ist noch eine ganze Menge frei. Ja. Genau, wir können gerade gucken, genau, Moment, muss ich hier ein bisschen raus.
Dann könnte man einfach sagen, ich würde es dann schmal lassen, ne, dass man nicht die 6 Räume parallel brauchen. Der Raum 13, Raumkotter. Ja, Kotter passt doch gut. Dann schreibe ich das Thema hier ins Pad. 13 Uhr. Raumkotter. Ich übertrage es nachher aber auch noch ins Programm. Und eine kurze Frage mit den Links und wie man das in den Räumen macht. Ist das selbsterklärend oder frage ich? Zeig mal auch gleich im Screenshare nochmal. Wir liegen ja gut in der Zeit. Ich mache 1 und Raum dann nochmal auf. Ja, okay. Gut, vielen Dank. Dann der Frank. How to become a digital trainer. Circle dran. Und das ist How to become a digital trainer. Und den würde ich gerne vorstellen, den Weg dahin, was wir erreicht haben, was vielleicht noch fehlt. Und dann auch an meinem Kapitel noch arbeiten, Engage Learners. Und das hat auch so eine Brücke zu dem gestern, Engage People. Und die Zielgruppe, ja, Menschen, die trainieren oder die eigene Lernpfade erstellen oder die das gemacht haben. Und ja, ich hoffe viel Feedback und auch, dass wir Menschen noch finden, die jetzt mal einsteigen wollen und uns Feedback geben zu dem Learn Circle. Und 11 Uhr wäre toll. Das können wir schauen wir nochmal rein, wo genau. 11 Uhr ist. 11 Uhr können wir wahrscheinlich. Ganz rechts müssen wir es frei nochmal hier. Genau, Raum Heimel. Haben wir noch Platz. 11 Uhr Raum Heimel. Raum Heimel. Gut, dann okay, nächsten Vorschlag von der Peewee. Präsenz im virtuellen versus physischen Raum. Genau. Also ich beschäftige mich ganz stark damit, dass wir, wenn wir im physischen Raum sind, immer von Präsenz sprechen und wenn wir im virtuellen Raum sind, uns die Präsenz absprechen. Und ich sage, wir sind in beiden Räumen präsent. Wir müssen nur für uns rausfinden, nochmal, was die Präsenz unterscheidet. Das ist so das eine Thema, was ich gerne mit euch besprechen würde. Und dann weniger technisch, weil technisch bin ich wirklich nicht die Hellste, aber mehr systemisch. Wie kann ich was braucht es, um hybrid, also weil das ist das, was jetzt wirklich, wirklich auf uns zukommt. Und wie kann ich wirklich, wirklich systemisch hybrid gestalten? Also auf was sollte ich achten? Weniger so von den Methoden her und von Spielchen her, als mehr wirklich so auch von so einer systemischen Perspektive. Ich habe nicht viel vorbereitet. Ich würde ein paar Jamboards vorbereiten, aber hätte Lust, mit euch darüber zu reden. Weil euch, wem sonst? Okay, dann suchen wir einen Raum raus. Vielleicht ganz links nochmal. Da. 13 Uhr haben wir Kotter oder Garvin. Kotter ist belegt, glaube ich. Garvin, ja. Der Garvin können wir nehmen. Kotter ist belegt. Da müssen wir gucken, weil die vom okay, da haben wir den Himmel auch noch frei. Okay, also Moment, was war das, Garvin? Sehr gut. Garvin. Danke. So, und dann Carsten. Jetzt ja, genau. Heimel ist eh viel besser als Kotter. der Simon muss halt dann laufen von. Das mache ich, das ist kein Problem. Also Kamera geht nicht an, egal, aber ihr hört mich. Wir hatten gestern ja schon den Lightning-Talk zu einer Canvas, ja. Und es wurde auch schon gestern gesagt, LernOS hat eine gewisse Komplexität, hat 3 Ebenen, ja, vielleicht sogar 4. Und auf jeder dieser Ebene ist uns aufgefallen, gibt es halt eine Canvas. Und so Business Canvases, wer die kennt, sind eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, um sich zu orientieren. Nur diese 4 Canvases, irgendwie haben die alle unterschiedliche Begrifflichkeiten. Einerseits, andererseits sind sie doch sehr ähnlich. Und unsere Hypothese war, dass da eigentlich in den meisten Fällen über das Gleiche gesprochen wird. Und jetzt haben wir mal begonnen, die zu harmonisieren, sodass das mit der Konzeptbildung im LernOS über die 4 Ebenen, die sicherlich ein bestimmter gewisser Anspruch ist, dass das nicht komplexer ist als nötig. Ne? Ja. Das ist die Idee, da kann man eine Menge rausnehmen, was ist wichtig auf Ebene Individuum, Team, Organisation, Netzwerk. Gibt auch so einen Querbezug zum Thema Tools, weil die Tools teilweise sich anschicken, dann über alle Ebenen zu gehen. Genau, also gibt es ein paar Komplexitäts- und Canvas-Koryphäen, die mit uns da diskutieren wollen. Es gibt auch schon Sachen im Internet zum Anschauen, Grafiken, aber Hauptsache geht es um Diskussion. Falls sich jemand wundert, wo die Raumnamen herkommen, und Messick habt ihr gestern erlebt, Kotter ist Dual Operating System, Garvin ist die 3 Building Blocks der lernenden Organisation, Shine ist Unternehmenskultur, Kraft Change Coalition und Heimel Management 2.0. Also das sind so die geistigen Urväter quasi der Lernungsorganisationen.
Gut, auf meinem Spickzettel stehen nur zwei Dinge drauf. Einmal die Assemblies, wo Simon noch mal ein bisschen was dazu sagen wird, und eine beispielhafte Raumbegehung, wenn wir es zeitlich noch schaffen. Warte mal, wir haben eins noch vergessen. Ja? Wir wollten eigentlich noch registrieren, wer aufnehmen will. Vielleicht machen wir es umgekehrt. Wer möchte nicht aufnehmen, denn wir müssen dafür sorgen, dass die Aufnahmen irgendwie getrennt werden. Und das macht der Benedikt. Und jetzt der Benedikt hat mir gerade zugerufen, der Einfachheit halber machen wir es so, dass wir sie mal aufnehmen und alle Session-Owner nochmal anschreiben. Wenn sie ihre Session nicht aufgenommen haben wollen, dann schmeißen wir die Aufnahme einfach weg. Okay. Ja, ja, der Prozess ist so, Benedikt macht am Anfang eine Runde durch die Räume, drückt einmal den Aufnahmeknopf, dann läuft die. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr oben den Raum nicht schließt. Also wenn jemand aus dem Raum rausgeht, Raum verlassen und nicht Raum schließen klicken. Und wenn die Sessions zu Ende sind, nach den 45 Minuten, geht Benedikt durch alle Räume, sichert den Chat weg, dass wir das Chat-Protokoll haben, sichert das Etherpad, das zeige ich euch noch, in jedem Raum ist ein Etherpad zur Dokumentation in Word und PDF und macht den Raum einmal zu, dass die Aufnahme angehalten wird. Also dann ist der Raum einmal weg und dann kann die nächste Session 10 Minuten früher schon in den Raum, um sich den vorzubereiten. Ja, genau. Also bitte nicht auf den roten Button rechts oben klicken. Mir passiert es leider manchmal, weil daneben ist der Teilen-Button. Und wenn man da jetzt nicht ganz genau aufpasst oder mit einem dicken Finger drauf geht, dann schließt man die Session. Genau. Also da ein bisschen vorsichtig sein. Das ist von der Ergonomie her nicht so gut angeordnet. Sollen wir das kurz zeigen, Karl-Heinz, jetzt, die Räume? Ja. Genau, also ich nehme mal hier einen Raum, wo keiner drin ist. Ihr seht hier an dem kleinen Männchen-Symbol immer, wenn im Raum schon irgendwas los ist. Ne? Ich bin jetzt mal in den Raum Kotta gesprungen. Und das dauert dann einen Moment, bis das Videokonferenzsystem lädt. Für die, die es technisch wissen wollen, dahinter steckt Big Blue Button, auch so ein Open Source, browserbasiertes Videokonferenzsystem, was in Schulen viel eingesetzt wird. Also wer schulpflichtige Kinder hat, der kennt das vielleicht. Mache ich hier mal gerade Audio zu. Na, dann hat man hier so diese Benutzeroberfläche, wie gesagt, hier oben der Aufzeichnen-Knopf. Simon, ja? Du bist noch auf dem Pad, du bist noch nicht im Raum von dem, was du teilst. Was? Jetzt. Danke. Ah, okay, so ein bisschen hinterher. Okay. Ja, dann habt ihr gar nicht gesehen, wie der Raum lädt. Sehr schön, dann sieht schneller aus. Genau, also hier oben quasi der Aufzeichnen-Knopf, den drückt Benedikt, den bitte nicht drücken. Wenn ihr aus dem Raum raus wollt, hier über Konferenz verlassen, okay. Nicht Konferenz beenden. Wenn euch das zu klein ist, könnt ihr auch über die drei Knöpfe hier auf als Vollbild darstellen. Ne? Dann geht der Raum quasi in Vollbildansicht. Ne? Dann sieht man besser. Auf Escape wieder drücken, landet man wieder in Venueless. Hier links gibt es einen öffentlichen Chat. Das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Öffentlicher Chat bedeutet einfach nur öffentlich in dem Raum. Also das heißt, das ist der Chat, wo ihr in dem Breakout-Raum chatten könnt. Darunter gibt es Notizen. Geteilte Notizen heißt es hier. Dahinter verbirgt sich ein Etherpad. Also das heißt, da könnt ihr synchron reinschreiben, wie in einen OneNote oder so, ne? Wenn ihr was zusammenschreibt oder wenn ihr brainstormt. Wie gesagt, wer will, kann auch sich einen Bereich auf dem Conceptboard anlegen. Hier sieht man die Teilnehmer, die in der Session sind. Machen wir die geteilten Notizen wieder zu. Unten typischen Steuerelemente für Webcam, für Audio. Kann man hier auch den Präsentationsbereich wiederherstellen, wenn man ihn ausgeblendet hat. Man kann mit der Handhebefunktion arbeiten. Das wird dann links in der Teilnehmerliste angezeigt. Und wenn ihr was präsentieren wollt, gibt es hier bei den Aktionen, wenn ihr noch keinen Moderator seid in dem Raum, könnt ihr euch hier zum Moderator machen. Könnt dann Umfragen machen, könnt Videos teilen. Und könnt dann hier quasi auch den Bildschirm teilen. Ne, das ist vielleicht das Wichtigste, je nach Browser, kommt dann so ein Pop-up, gesamter Bildschirm oder ein Fenster oder ein Tab, wie ihr das vielleicht von anderen Tools auch gewohnt seid. Noch wichtig, wenn ihr jetzt in einem Breakout-Raum seid und wollt kurz im Zeitplan zum Beispiel nachschauen, ne, klickt hier auf den Zeitplan, dann landet hier oben, ich weiß nicht, ob man das im Screenshare sieht, so ein kleines Fenster, da steht drin, du hörst gerade Raum Kotta. Also das heißt, man bleibt in dem Raum drin und kann hier durch einen Klick wieder zurückspringen. Oder wenn man jetzt sagt, im Zeitplan entdecke ich was, was vielleicht spannender ist und ich will weg oder ich will mit jemandem chatten, dann kann ich hier das X klicken und dann bin ich aus dem Breakout-Raum draußen. Okay, Simon, sagst du schnell noch ein paar Worte zu Assemblies, damit wir noch Teilnehmer noch ein paar Minuten haben? Genau, ja. Das mache ich. Assemblies, wir haben ja auf der Insel einige Lagerfeuer platziert. Wer in München schon dabei war, die Assemblies waren ja dort so Tische, wo Leitfadenteams oder thematische Teams sich einfach die ganze Zeit aufhalten konnten, dort zusammenarbeiten konnten, Sachen besprechen konnten. Nur wenn man sagt, man muss mal im Leitfaden irgendwie ein bisschen länger sprechen, da passt der 45-Minuten-Slot nicht.
Und so gesehen haben wir hier auf der Willkommensseite hier so eine Einteilung gemacht bei Assemblies. Es gibt einfach Lagerfeuer oben links, oben Mitte, oben rechts. Und die Assemblies, die gesagt haben, wir wollen da was machen oder wir wollen so ein Lagerfeuer belegen, ne, die sind hier quasi markiert. Also oben in der Mitte ist digitale Zusammenarbeit, oben rechts Community Management, unten in der Mitte Achtsamkeit 4.2. Falls mir da jemand durchgerutscht ist von den Teams, einfach bei mir melden, dann können wir euch hier noch eintragen. Also drei Feuer sind noch frei. Die Feuer sind dann auf der Insel. Wer da noch nicht war, da könnt ihr ja einfach drauf rumlaufen. Ne? Das ist hier dieser Eintrag, die Insel. Und die Feuer sind dann so Jitsi-Videokonferenzen, wo man auch mit 15, 20 Leuten reingehen kann, um was zu besprechen. Und wenn die drei Assemblies kurz noch sagen wollen, was uns da erwartet, ob ihr da einfach nur euch aufhaltet oder ob ihr Programm macht, na, dann könnt ihr von digitaler Zusammenarbeit, Community Management und Achtsamkeit 4.2 könnt ihr noch kurz einen Satz sagen zum Assembly-Leben. Ich hatte es ja eben schon kurz bei der Session-Vorstellung gezeigt. Wir haben unser Board da und grundsätzlich sprecht uns an, wenn ihr vorher, nachher mit uns über digitale Zusammenarbeit sprechen wollt, dann können wir uns gerne eben da auch mal zwischendrin treffen und auch auf dem Board zusammenarbeiten. Ja. Okay. Community Management. Joachim hat sich, glaube ich, auch gerade Achtsamkeit. Achtsamkeit, ich kann zwei Worte sagen. Der Hardy ist hauptsächlich da heute. Achtsamkeit genau. Für zwei ist ja auch ein Gruppenevent gewesen oder haben wir in einem Team zusammengearbeitet. Der Hardy als ja, lang erfahrener Wollkenner hat auch ein Konzeptboard vorbereitet und wird da heute sein. Hardy, ich habe dich auch schon gehört, glaube ich, gerade. Genau, einfach vorbeischauen, was hinterlassen. Ich werde nicht die ganze Zeit da sein, wir sind ein bisschen dünn besetzt, aber einfach anchatten. Ich denke, das könnte vielleicht für alle so sein, die Menschen, die diese Lagerfeuer hosten, anchatten und dann kommen die bestimmt auch mal rein. Genau. Okay, das war Achtsamkeit und dann haben wir, glaube ich, so digitale Zusammenarbeit, oder? Nee, Community Management. Community Management. Wer? Ja, also wie ist eure ich weiß Besetzung? Jetzt noch gar Hört ihr mich? Jo. Ja. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo wir sind, aber wir würden es handhaben, wie auch Hardy gerade gesagt hat. Wir haben auf dem Whiteboard ja einen Raum eingerichtet. Dort stehen ein paar Begrüßungsworte und steht, wer vom Team heute da ist. Ich würde es auch so machen, sprecht mich oder sprecht die anderen einfach an und dann kommen wir gerne irgendwo an die Assembly, welches Feuer auch immer, ich weiß es nicht. Ihr seid oben rechts. Zur Orientierung, genau. Oben rechts, okay. Mhm. Und die Insel ist aber ja auch unser Ort quasi für einfach so Begegnungen zwischendurch, Pause und so weiter. Also auch die Lagerfeuer, die nicht benutzt sind oder die Whiteboards oder so, nutzt ihr einfach, wenn ihr sie brauchen könnt. Das ist ein Raum, wo einfach selbst organisiert viel passieren kann. Simon, trägst du uns noch ein, How to Become a Digital Trainer? Die Session ins Programm, meinst du? Lagerfeuer. Nee, das ist ja auch ein Assembly. Okay, ja, mache ich, genau. Wo wollt ihr hin? Ja, unten rechts war, glaube ich, noch frei. Unten rechts ist noch frei, ja. Ich habe gedacht, wir hätten ein Whiteboard, aber ich glaube, wir haben keins. Für alle sechs ist quasi ein Whiteboard-Bereich vorgesehen. Ne? Wir nutzen das gleiche Whiteboard für alle. How to become a digital. Perfekt, vielen Dank. Trainer. Ach, entspricht die Anordnung der Whiteboards auch der Anordnung der Assemblies hier? Ja, ist das so? Aber natürlich. War so gedacht. Ah ja, gut. Gut. Gewisse Simon, Ordnung muss sein. Ja. Simon, trägst du uns bitte auch ein? LernOS Leadership Guide und wir machen es ähnlich. Also ihr könnt uns ansprechen und dann können wir uns am Lagerfeuer treffen. Da oben stehen links. Einfach die Namen des Autorinnenteams. Oben links oder unten links? Oben links. Oben links. Also LernOS Leadership und dann ist unten links ist das freie Lagerfeuer. Sketchnoting, bitte. Sketchnoting, also Lagerfeuer sind belegt. Okay. Dankeschön. Ich mache dann noch so Post-its mit den Benennungen der Assemblies auf das Konzeptboard. Nicht, dass es da Streit gibt. Sehr schön. Okay. Ja, in der realen physikalischen Welt hätten wir jetzt große Probleme, weil wir in 10 Minuten starten wollen. Das heißt, wenn jetzt alles im Raum rausgehen,
Ja, ein paar Hinweise sind noch wichtig. Okay. Einerseits, wir haben auch hier wieder die Notwendigkeit, nochmal deutlich darauf hinzuweisen, dass wir die Zeiten möglichst ganz genau einhalten. Also fangt pünktlich an und die Sessions dauern 45 Minuten, keine 47. Das war der berühmte Karl-Heinz, der immer kommen muss. Genau. Und dann wäre es noch wichtig, dass wir nochmal das Orga-Team hervorheben. Und sagen ihr, wenn ihr irgendwie tagsüber Schwierigkeiten habt, die stehen auch noch zur Verfügung. Können wir die irgendwie euch nochmal sichtbar machen, dass wir nochmal sehen, wer ist es eigentlich alles? Wie erreicht man euch? Slack sollten wir auch nochmal ansprechen, Simon. Nee, wir haben ja hier den Moment, ich zeige es gerade nochmal im Screenshare. Es gibt bei den Kanälen, vielleicht seht ihr die nicht alle auf einen Blick, da werden bei manchen je nach Bildschirmgröße immer nur 5 angezeigt. Dann kann man hier auf diesen Kompass gehen oder unten auf alle Kanäle anzeigen. Und dort gibt es einen Chat-Kanal, der heißt Infodesk. Und das Welcome-Team, also die Laura, seht ihr schon hier, Laura, Kunal, David, die zwei Ollis, haben sich das so ein bisschen in Schichten aufgeteilt, haben ein Auge da drauf. Das heißt, wenn ihr irgendwie Fragen oder Probleme habt, schreibt es da rein. Und dann nehmen die Kontakt mit euch auf und versuchen, das Problem zu lösen. Also das Infodesk hier wäre so die Anlaufstelle für alle Fragen und Probleme. Allgemeiner Chat ist einfach einer, der durchläuft, wenn ihr da Links bereitstellen wollt oder sagen wollt, jetzt gibt es auf der Insel in der Assembly das Programm, dafür ist der allgemeine Chat. Na, wunderbar. So. Ja, ich glaube, dann haben wir wirklich. Jetzt haben wir genügend Housekeeping. 10 Uhr geht's los. 10 Uhr geht's los, okay. Damit sind wir absolut pünktlich mit unserer Vorstellung. Und 15 Uhr treffen wir uns wieder hier in dem Raum in Teams. Ja. Ja. Alles klar, viel Spaß euch. Okay. Alright. Gut. Let's go. Ciao. Bis gleich.